Eine ganz besondere Baustelle meistert die Salzburger AG seit diesem Jahr im Lungau. In der Gemeinde Hintermur entsteht ein neues Wasserkraftwerk. Hinter mir sehen wir das neue Kraftwerk Rotgülden. Die alte Anlage ist im Jahr 1956 errichtet worden und hat sehr lange gute Dienste geleistet. Aber mittlerweile ist es technisch das Ende der Lebensdauer erreicht. Und auch ökologisch entspricht die Anlage nicht mehr den neuesten Anforderungen. Deshalb investiert das Greentech-Unternehmen Salzburg AG in einen neuen Standort. Dieser ist etwas tiefer gelegen und kann künftig mit einer Turbine mehr leisten, als es zwei Turbinen im alten Krafthaus konnten. Die neue Anlage kann mit der bestehenden Wassermenge ca. 2/3 mehr an Leistung erbringen. Das heißt, wir können die Jahreserzeugung von 6 auf über 10 GWh steigern. Im alten Rotgülden-Kraftwerk wurde diese Woche nach 65 Jahren endgültig der Strom abgestellt. Die Turbinen stehen jetzt still. Der Pölitz-Speicher, aus dem auch das neue Rotgülden-Kraftwerk künftig gespeist wird, ist in den kommenden Monaten deshalb leer. Im neuen Krafthaus hingegen geht es derzeit richtig rund. Es starten jetzt die Arbeiten für die Maschinenbauer. Mit dem Autokran wurde soeben das Turbinengehäuse eingehoben. Das ist faktisch der erste Teil der maschinellen Ausrüstung, auf dem dann Turbine und Generator aufgebaut werden. Das ist jetzt der Startschuss für die Maschinenbauer. Das über 13 Tonnen schwere Turbinengehäuse musste vor Ort noch kurz angepasst werden und schon war es im Krafthaus montiert. Neben den Arbeiten im Krafthaus gibt es aber auch sonst noch viel zu tun. Wir werden parallel jetzt noch die Rohrleitung fertigstellen und eine Druckprobe durchführen, dass wir wissen, dass einmal das Wasser sicher zum Krafthaus gelangt. Und beim Krafthaus finden jetzt die Zusammenschlüsse statt an die alte Leitung und hier beim Krafthaus, wo wir noch das Loch im Krafthaus sehen können. Anschließend werden eben Turbinen, Generator, Leitschränke und die elektrische Ausrüstung eingebracht. Der Probebetrieb soll im kommenden Frühjahr starten. Ab der zweiten Jahreshälfte 2022 wird das neue Rotgülden-Wasserkraftwerk wieder sauberen Strom in das Netz der Salzburger AG einspeisen.